Gut, dann geht's jetzt weiter. Tancred. Tancred, habe ich ja auch gelernt. Ah, da bist du ja, Gerby. Entspann dich. Die Amalchar werden eine Weile Ruhe geben, nachdem wir ihren Gott zu Äther zerstaubt haben. Aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich erst so spät eingreifen konnte. Das heißt eigentlich gar nichts. Ich war dir überhaupt keine Hilfe. Die Geiseln, die wir befreit haben, sind physisch außer Gefecht. Aber ihr Geist? Na, aber lass uns nicht bei drüben Gedanken verharren. Freuen wir uns, dass wir die Sache so glimpflich überstanden haben. Du hast Ifrit mit eigenen Händen besiegt, Gorby. Das passiert nicht alle Tage. Mit einer solchen Stärke wirst du die Geschichte der Welt noch entscheidend beeinflussen, denke ich auch, ne? Das habe ich im Gefühl. Minfilia wird stolz sein zu hören, dass du, was du heute geleistet hast. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich ihr die Nachricht überbringe. Dann habe ich zumindest etwas zu der Mission beigetragen. Also, ruh dich aus, mein Freund. Du hast es dir verdient. Wir treffen uns später im Sonnenwind. So machen wir's. Warum soll ich ihr jetzt Bericht erstatten? Das wollte er doch machen. Okay. Wo ist das? Ah, Sonnenwind ist wieder hier. Oh, da könnt ihr mir nochmal helfen. Wo war das denn? Ach, das war hier, ne? Und dann ganz hier hoch, hier rein, ne? Das war ganz da oben rein. Richtig. Dass sie hinporten. Da hätten sie, wenn das so ein Spot ist, hätten sie dort können eigentlich auch ein Ding Sinn machen, ne? Das wäre sinnvoll gewesen, meiner Meinung nach. Ist ein bisschen schade. Naja. Gut. Warum ist dort kein Teleporter? Also ein Aetherid. Ist schade. Ist halt immer nur einer pro Gebiet, ne? Da haben sie ihn halt ziemlich zentral gesetzt, aber da oben wäre meiner Meinung nach besser aufgehoben, wenn man da noch längere Zeit hin muss. Haha, geil. Lustig. Oh. Ja. So passiert's, wenn man aufs Handy guckt. Die linke Treppe, ne? Gestern? Nach Hotze. Geil, wie süß. Das ist ja ein lustiges Reittier. So, Eingang zur Sonne, zum Sonnenwind. So. Ah, der siegreiche Primae-Krieger. Tancred ist vor wenigen Augenblicken zurückgekehrt. Er ist schon im Saal bei Minfilia. Geh doch rein, damit sie sieht, dass du wohlbehalten bist. Das hat er bestimmt schon gesagt. Ja, und links... Wetten Insider, das kann gut sein. Und wäre ich nicht so vorsichtig gewesen, so wäre er nicht in die Hände der Amalchar gefallen. Ganz zu schweigen von der Konfrontation mit Ifrit. Ich habe ihm große Gefahr gebracht. Ach ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. So schlimm war es jetzt auch nicht. Es ist zwar noch mal gut gegangen, ausgegangen, aber ich kann es mir einfach nicht verzeihen. Wenn ich doch irgendetwas tun könnte, um mich zu entschuldigen.
Tankred, was passiert ist, ist passiert. Sei nicht zu hart zu dir. Da bin ich, mir geht's doch gut, alles in Ordnung. Oh Gott, wie schön, dich wiederzusehen. Ah, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade habe ich Minfilia von deinen Heldentaten erzählt. Du hast Ifrit besiegt, Gorbi. Das ist einfach unglaublich. Ich bin beeindruckt. Naja, ein bisschen ausweichen auf dem Boden und dann links, rechts, vor, zurück. Ein bisschen zaubern und dann war das kein Problem. Das Risiko war beachtlich, aber mit deiner Hilfe haben sich die beiden Fälle geklärt, die wir untersuchen wollten. Genau wie wir vermutet hatten, wollten die Amal'Shaar ihren Primae Ifrit beschwören und dafür raubten sie die Kristalle und entführten die Flüchtlinge. Was du allerdings noch nicht weißt, ähnliche Vorfälle ereignen sich auch in Limsa, Luminsa und Gridania. Aha. Du fragst dich sicher, wie die Zwischenfälle nun mit der Primae-Beschwörung in Zusammenhang stehen. Der Lebensquell der Primae ist Äther. Sie brauchen diese Energie, um zu existieren. Okay. Je stärker sie sind, desto mehr Äther erfordert ihre Beschwörung. Du weißt, dass Äther die gesamte Schöpfung durchströmt. Er ist in der Luft, im Wasser, überall. Doch diese verdünnte Form ist nicht stark genug für ein Wesen so mächtig wie Ifrit. Primae, wie er, brauchen mehr. Äther in Form von Kristallen. Warum ist da ein Bindestrich? Naja, war wohl irgendwie, ist wohl bei der Übersetzung mit reingerutscht. Das ist der Grund, warum ein Überfall auf eine Kristallkarawane nicht selten auf Aktivitäten der wilden Stämme hindeutet. Aha. Was die Frage offen lässt, warum auch noch Leute entführt werden. Nun, dazu musst du erst verstehen, wie Primae geboren werden. Wenn alles in der Welt in Harmonie ist und keine Konflikte bestehen, existieren auch keine Primae. Ihre Essenz ist gelöst im großen Ätherstrom, Körper und gestaltlos. Okay, und wenn dann irgendwas kriegerisch losgeht, dann kommen die. Doch wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, dann rufen diejenigen, die Primae verehren, voll Verzweiflung ihren Gott zur Hilfe. Die Amal'Shaar zum Beispiel Ifrit. Diese Hilfeschreie erreichen den Ätherstrom und den Geist der Primae, der darin verteilt ist, und bringen ihn zur körperhaften Existenz. Dabei verschlingt er Unmengen an Äther. Sobald sich ein Primae so manifestiert hat, wird er durch die Gebete und Wünsche seiner Diener stärker und stärker. Je mehr und je fanatischer die Anhänger, desto stärker wird auch der Primae. Ja, zum Glück ist das in der echten Welt nicht so, ne? Aber sie begnügen sich nicht mit gelegentlichen Gebeten, sondern sie fordern absoluten Gehorsam und schrecken nicht davor zurück, den Geist von immer mehr Unbeteiligten zu beeinflussen. Ach, die machen das dann auch noch selbst, die Leute zu fanatisieren. Okay. Du hast es selbst bemerkt, als auf einmal deine Mitstreiter von der Legion anfingen, Ifrit zu lobpreisen. Interessanterweise warst du allerdings nicht davon betroffen. Und zwar, weil du die Kraft des Transzendierens besitzt. Wir wissen nicht warum, aber alle mit dieser Gabe sind immun gegen die Beeinflussung durch die Primae. Als ob eine Macht über uns wachte, die größer ist als die der wilden Gottheiten. Als du das erste Mal zu uns gekommen bist, habe ich dir gesagt, dass deine Kraft eine entscheidende Rolle in der Primae-Frage spielen wird. Ich denke, du verstehst jetzt wieso. Die Vorfälle, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, haben allesamt eines gemeinsam. Sie sind hervorragend geplant. Eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber immerhin, ihr beide seid heil zurückgekommen und darüber bin ich sehr erleichtert. Die Legion der Unsterblichen hat uns versichert, dass sie sich um den Rest kümmern werden. Entschuldigung. Wir können also erst einmal durchatmen und uns dann das weitere Vorgehen überlegen. Ich schlage vor, dass du dich gut ausruhst, Gobi. Wer weiß, wann du wieder die Zeit dazu hast. Sobald in der Bevölkerung bekannt wird, was du vollbracht hast, wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Yeah. A Star is born.
Ich weiß nicht, ob Minfilia es bewusst verschwiegen hat, aber früher oder später wirst du es sowieso erfahren. Deswegen hörst du es besser von einem von uns. Wir haben die beeinflussten Entführungsopfer zwar gerettet, aber sie alle müssen hingerichtet werden. Was? Auch die, die an deiner Seite gekämpft haben. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass diese Information unter uns bleibt. Und warum? Weil die eventuell jetzt Spione sind oder was? Mir tut es im Herzen weh, aber es muss geschehen. Wenn jemand den Einfluss der Primae zum Opfer gefallen ist, so gibt es keine Heilung. Solange er lebt, gehört seine seine Seele dem Primae und trägt immer mehr zu dessen Stärkung bei. Da kann ich ja froh sein, dass ich nicht beeinflusst wurde, ne? Sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Der Bund der Morgenröte wird unermüdlich weiterkämpfen, damit in Zukunft keine unschuldigen Leben mehr geopfert werden müssen. Und ich hoffe, du wirst uns weiterhin unterstützen, Gorbi. Ich habe ja keine Wahl. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss General Raubein sprechen und ihm die schlechte Nachricht überbringen. Bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Tschüss. So. Jetzt kommt wieder so ein schöner Name, ne? Wenn Louis Soir noch unter uns wäre, wäre das alles nicht geschehen. Wenn ich die anderen beschützen will, muss ich stärker werden. Ach, zeig doch mal von vorne. Ich will wenigstens einen Screenshot für die YouTube-Folge. Wie war nochmal, damit ich es gleich weiß, falls mal irgendwas Schönes kommt. Wie war es nochmal? Entfernen, ne? Was muss ich nochmal drücken, um das Dings zu... Ja, ich hab's schon. Rollen. Alles klar. Bis vor kurzem warst du einfach nur ein gewöhnlicher Abenteurer unter vielen. Doch in der Zwischenzeit bist du zum Botschafter eines Stadtstaats avanciert, hast dich dem Bund der Morgenröte angeschlossen und den Primae Ifrit besiegt. Stimmt eigentlich schon recht viel gemacht in dem Game, ne? Dafür, dass es noch recht am Anfang ist. Was du für Eorzea getan hast, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Und ich vermute, deine Taten haben einiges ins Rollen gebracht. Verzeihung. Scheiße. Und der hat aber eine schlechte Gesichtsfarbe hier. Werte Minfilia, du siehst wie immer bezaubernd aus. Komm zur Sache, Mann. Bitte erlaube uns, dem Helden des Bund der Morgenröte unsere Aufwartung zu machen. Wir möchten ihn bitten, sich einer der staatlichen Gesellschaften anzuschließen. Oho, ob ich das will? Muss ich wahrscheinlich, ne? Wie mir scheint, stehst du bei den drei Stadtstaaten bereits hoch im Kurs. Sie reißen sich um dich, wie um einen Krieger des Lichts. Wenn du einer der staatlichen Gesellschaften beitrittst, erhältst du Zugang zu hochwertiger Ausrüstung und anderen Ressourcen. Außerdem wirst du spannende Aufgaben erledigen und dabei sehr viel lernen können. Normalerweise bemühen sie sich nicht so um neue Mitglieder. Das kannst du mir glauben. Dass sie so forsch um dich werben, liegt einzig und allein an deinem guten Ruf, den du dir bereits erworben hast. Oh, die ist ja süß. Die habe ich schon mal gesehen, ne? Die Legion der Unsterblichen hat dich ja bereits in Aktion erlebt. Aber woher wissen die anderen Stadtstaaten so gut über dich Bescheid? Ah, ja. Oh je, ich gestehe, konnte es nicht lesen. Ganz rechts, uns sind Gerüchte über die über den Bezwinger Ifritz zu Ohren gekommen. Daraufhin wurde ich ausgeschickt, um ihm ein Angebot zu unterbreiten. In Anbetracht deiner Heldentaten lade ich dich hiermit offiziell ein, der Bruderschaft der Morgenwieber beizutreten und erstelle dich der weisen Führung der Staatsseherin Kan Esena und beschütze mit uns den Wald von
Gridania. Ach, das war diese Frau im weißen Kleid, ne? Hier die Herrscherin von Gridania. Oder die Bürgermeisterin oder was weiß ich. Staatsseherin. Assad-Seherin, Entschuldigung. Kobinski, bezwinge Ifrits Held von Ulda. Seite an Seite bist du mit unseren Legionären in die Schlacht gezogen. Möge dein Name niemals vom Sand der Wüste verschluckt werden. Du hast viel für Uldar getan und dein Schicksal ist eng mit der Perle der Wüste verwoben. Es ist mir eine Freude, dich hiermit offiziell einzuladen, der Legion der Unsterblichen beizutreten. Unterstelle dich Raubans Kommando und kämpfe mit uns für den Reichtum und die Freiheit von Uldar. So, jetzt kommt der Linsa-Lominsa-Typi, ne? Die Gerüchte haben nicht so zu viel versprochen. Der scharfe, durchdringliche Blick eines Seeadlers und die stolze, aufrechte Haltung eines geborenen Kapitäns. Hiermit lade ich dich offiziell ein, dem Malström beizutreten. Segle unter Admiral Merlwips Kommando neuen Abenteuern entgegen. Ja, schon gut. Geil. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, hat jeder Stadtstaat seine eigene staatliche Gesellschaft gegründet, um existenzbedrohende Gefahren abzuwehren. Es gibt also drei Gesellschaften: den Malström in Linsa Lominsa, die Bruderschaft der Morgenviper in Gridania und die Legion der Unsterblichen in Ulda. Indem du einer staatlichen Gesellschaft beitrittst, verpflichtest du dich dazu, dem entsprechenden Stadtstaat zu dienen und wichtige Aufgaben für ihn zu erledigen. Natürlich wirst du für deine Dienste entlohnt. Je gewissenhafter du deine Pflicht erfüllst, umso großzügiger fällt die Belohnung aus. Darüber hinaus erhältst du auch Zugang zu spezieller Ausrüstung, die den Mitgliedern der staatlichen Gesellschaften vorbehalten ist. Du kannst zwar immer nur einer Gesellschaft angehören, aber zerbrich dir darüber nicht zu sehr den Kopf. Du kannst erst einmal einer Gesellschaft beitreten und wenn sie dir nicht zusagt, hinterher immer noch wechseln. Okay. Dabei fällt mir ein, dass bald in allen Stadtstaaten Gedenkfeiern an die Gefallenen von Cattenom stattfinden sollen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, dich überall mal umzusehen. Im Rahmen der Feier werden die Anführer der staatlichen Gesellschaften Reden halten, die du dir anhören könntest, um einen Eindruck von ihnen zu bekommen. Danach fällt es dir sicher leichter, dich zu entscheiden. Wie klingt das, meine Herren Offiziere? Klingt anscheinend gut. Ein weiser Vorschlag. Komm nach den Gedenkfeiern einfach wieder hierher und teile uns deine Entscheidung mit. Gut. So lange braucht er. Die warten aber lange hier. Dauert ja wahrscheinlich ein paar Tage. Lässt mich auf den Gedenkfeiern noch irgendwie ins Koma saufen und dann 3 Tage dort bin. Naja, die werden schon ein paar Zimmer hier haben. Womöglich widerstrebt dir der Gedanke, dich an eine Organisation zu binden, aber die Mitgliedschaft in einer staatlichen Gesellschaft bietet viele Vorteile. Außerdem kannst du so größeren Einfluss auf die Geschicke eines Stadtstaats nehmen. Jemand mit deiner überragenden Fähigkeit kann in einer staatlichen Gesellschaft viel bewirken und auch die persönlichen Vorteile sind nicht zu verachten. Das schließt natürlich nicht aus, dass du dich auch weiterhin für den Bund der Morgenröte engagierst. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass du uns dann noch stärker unterstützen kannst. Denk daran, die staatlichen Gesellschaften beschützen vor allem die Stadtstaaten, in denen sie ansässig sind. Der Bund der Morgenröte hingegen kämpft für die friedliche Zukunft ganz Eorzeas. Hier, nimm diese Kontaktperle mit. Darüber können wir jederzeit in Kontakt treten, egal wo du dich befindest oder was du gerade machst. Aha. Große Ereignisse stehen bevor und du steckst mittendrin. Eorzeas Zukunft könnte von deinen Taten abhängen. Einerseits macht mir das Angst, doch andererseits auch große Hoffnung. Ich vertraue auf deine Stärke und deinen Mut.
Und natürlich werde ich dich nach besten Kräften unterstützen. Tataru kann dir erklären, wo die Gedenkfeiern abgehalten werden. Sprich mit ihr, bevor du dich auf den Weg machst. Gute Reise und viel Erfolg. Cool. Schön. Warte mal ganz kurz. YouTube-Aufnahme anscheinend gar nicht. Wartet mal. Nee, anscheinend ist mein Dingenskirchen nicht mehr drin. Warum ist das nicht mehr drin? Einstellungen. Hotkeys. Ist doch drin. Aufnahme starten F9. Keine Ahnung, warum das jetzt schon wieder, wo das jetzt schon wieder dran hängt. Naja, wird schon klappen.